Hallöchen, Leute. Wir haben wieder was Spannendes gefunden. Mal sehen. Ob man es sehen kann. Hier hat nämlich eine Ringelnatter sich eine Rotfeder geschnappt und versucht die jetzt hinterzukriegen. Aber ich glaube, das dürfte schwierig werden. Der Fisch sieht schon ziemlich groß aus. Den kriegt sie nicht hinter. Oder? Wie klein ist diese Ringelnatter und wie groß ist dieser Fisch? Jetzt ist sie eh aufgeregt. Ich geh mal näher ran. Es geht nicht. Das ist cool. Was die essen. Die frisst den Fisch, ich fress sie. Der hat von dem Fisch gefressen. Dieser Fisch nennt man Hai. Da kommt irgendwie eine riesen Titanoboa-Frisch hinein. Oh mein Gott, Nacht. Da komm ich, wieder geboren als Gott, bin gigantisch und fress die Riesenboa. Der Kreislauf der Dinge. Der Kreislauf der Dinge. Ja, ja. Junge! Jetzt ist sie, glaube ich, weg. Nee, nee, das macht die schon alleine. Ja, die kann ja nicht mal den Zeh abbeißen. Die hat nicht mal Zähne. Die lässt dann los, wenn sie es nicht schafft. Aber die versucht ihn jetzt echt zu schlucken. So weit kann die sich nicht ausdehnen. Doch, na klar. Kann schon, ne? Aber einen Fuß kann sie nicht messen. Ich habe die auch schon gesehen, wie die eine Erdkröte geschluckt hat, eine Erwachsene. Also. Naja. Jetzt habe ich so. Leute, die sind die Schlangen, haben entweder Giftzähne oder sie haben so Zähne, mit denen... Darf ich sie anfassen? Sie ist nicht giftig, oder? Nee, lass sie mal in Ruhe. Oder die haben irgendwelche Zähne, mit denen sie quasi... Die wissen jetzt keine Zähne. Doch, auch die haben Zähne. Wie sollen sie denn da das Fressen halten? Genau wie wir, mit Gardern bestecken. Ja! Oh, jetzt zieht's ihn raus. Krass, ne? Die ist ja da. Nee. Wir machen es einfach so. Nicht anfassen. Einer hält ihr den Mund auf, die andere stopft den Fisch da so lange rein, bis er weg ist. Nein, wir schneiden den Fisch in kleine Stückchen und geben wir ihr. Genau, mit Gabel und ein. Hier kommt ein Stückzeug. Mama, Baba. Hier ist eine Schnecke auch.